Heute haben wir was zu Daredevil 2, Agents of S.H.I.E.L.D. und mehr. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvel's Supreme. Seit kurzer Zeit wissen wir, dass die Marvel Studios einen Film- bzw. Teil-Franchise zu den Eternals entwickeln möchten. Nun gab es zwei Namen, Matthew Firpo und Ryan Firpo, wurden damit scheinbar beauftragt, das Drehbuch für das Projekt in Angriff zu nehmen. Die beiden sind bisher vor allem für Ruin bekannt. Dieses Skript landete 2017 auf Platz 1 der Blacklist und wird bis 2019 wahrscheinlich produziert. Verantwortliche des Studios haben wohl das Potenzial der beiden Cousins erkannt und möchten die beiden daher für diesen Teil der Zukunftsplanungen zur Marvel-Familie dazuholen. Agents of S.H.I.E.L.D. hatte ein unglaubliches Finale mit unfassbaren Momenten und einer visuellen Leistung, von der sich alle anderen Heldenserien gerne eine Scheibe abschneiden dürfen. Wie immer Hut ab von Mark, Kolpak und allen involvierten Teams. Die verkürzte sechste Staffel wurde nun grob zeitlich für Sommer 2019 angesetzt. ABC-Präsidentin Channing Dungey äußerte sich hoch erfreut über die Delayed-Viewing-Zahlen der Serie und betonte nicht nur, dass die sechste absolut nicht zwangsläufig die letzte Staffel sein soll, sondern dass die 13-Episoden-Variante im Sommer als Fanservice zu verstehen ist. Dazu kommt, dass es durchaus Sinn macht, nach Infinity War einzusetzen und Marvel Television hat ja auch noch mehrere Shows, die bis dahin rauskommen und entwickelt werden sollen. Ich werde mich sicher nicht beschweren, mir war und ist es nur wichtig, dass es eine sechste Staffel geben wird. Deadpool 2 hatte einen erfolgreichen Start und konnte mit 53 Millionen US-Dollar It direkt mal den R-Rated Opening Day Rekord abnehmen und scheint auch das Startwochenende vom ersten Teil getoppt zu haben. Von der Klart-Organisation gab es viel Lob, 20th Century Fox habe den Kinogängern auf der ganzen Welt endlich das gegeben, was viele so lange schon sehen wollten, LGBTQ-Helden in Beziehungen, die die Erde beschützen. Negasonic und Yukios Beziehung sei ein Meilenstein, der hoffentlich dafür sorgt, dass die LGBTQ-Gemeinde sichtbarer wird und dass andere Studios sich an diesem Film ein Beispiel nehmen. Es ist ein Gerücht zu Iron Fist aufgetaucht und zwar geht es dabei hauptsächlich um die Länge der Staffel. Diese werde wohl kürzer ausfallen. Aktuell werden 10 Episoden gemunkelt. Dadurch habe die Serie allgemein an Qualität dazu gewonnen. Misty Knight und Colleen Wing würden die Show stehlen, Finn Jones Rolle als Danny Rand sei aber verbessert und die Kampfsequenzen deutlich gesteigert worden. Auch das Thema Kostüm war verbaut, ein Easter Egg lauere wohl, wir sollen aber keine vollbegleitete Iron Fist erwarten. Was mir persönlich noch immer ziemlich egal ist. Ich mochte Staffel 1 sehr gerne und kann auch die zweite Staffel nicht erwarten. Und dann haben wir noch was zu Daredevil. Für Vincent D'Onofrio hieß es kürzlich "And that's a wrap". Er betonte danach in einem Tweet, dass da was ganz Großes auf uns zukommt. Mal schauen, was der Kingpin in Staffel 3 so treiben wird. Und in einem Bericht wurde über die Rolle von Wilson Bethel gesprochen. Es gäbe wohl Anzeichen dafür, dass er die Punisher Max-Fassung von Bullseye spielen werde. Damit wäre Staffel 3 ziemlich gut bestückt mit tollen inhaltlichen Elementen und Figuren und zeitlich wird es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis diese Serie komplett abgedreht ist. Spätestens auf der SDCC werden wir hier Neuigkeiten und hoffentlich auch Bestätigungen bekommen. Das war's dann auch für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.